Wenn wir vom Konsens der Sahaba in Rechtsfragen sprechen, also sagen, ich meine mit Rechtsfragen jetzt beispielsweise Dinge, die den Fiqh behandeln, die subtileren Sachen, dann ist das Maßstab hier natürlich sind die Gelehrten von ihnen. Denn nicht alle Sahaba waren Gelehrten, also das sagt keiner. Nicht alle Sahaba waren Gelehrten. Ibn Hazm, rahimahullah, in seinem Buch Al-Ihkam, er erwähnt, nicht nur er, auch andere, Ibn al-Qayyim in seinem Buch I'lam al-Muqi'in, erwähnt, dass diejenigen Sahaba, von denen uns Fatawa übermittelt worden sind, also die Rechtsaussagen getätigt haben, Rechtssprüche getätigt haben und die uns auch übermittelt worden sind, wenn man sie alle zusammenzählt, also mit eingeschlossen von denen, die nur sehr wenig ausgesagt haben, dann haben wir insgesamt 130 Personen. 130 Personen. Und von diesen 130 sind besonders sieben Personen von diesen 130 waren sehr herausragend. Also was ich meine mit herausragend, einfach, dass sie, wenn man mal vergleicht alle Rechtsaussprüche, die überliefert worden sind von den Sahaba, wenn man mal einen Vergleich macht in Bezug auf die Häufigkeit der Rechtsaussprüche, dann stechen sieben Personen besonders hervor. Und die meisten Fatawa, die ausgesprochen worden sind und auch die Madahib, die später entstanden sind, kehren zu diesen sieben Personen zurück. Zu diesen sieben Personen kehren sie zurück. Also hier nochmal unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurden von 130 unter ihnen Rechtsaussagen weitergegeben. Sehr viele Rechtsaussagen haben sieben ausgesprochen. Das sind Omar, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Aisha, Zayd ibn Thabit, Ibn Abbas und Ibn Umar. Ibn Umar, der Sohn von Umar. Mit den beiden haben wir es auch in unserem Hadith gerade zu tun. Hier ist Abu Huraira nicht erwähnt. Das ist eine interessante Frage. Warum ist Abu Huraira nicht erwähnt in diesem Kontext? Wir hören ja immer, dass Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu die meisten Ahadith überliefert. In der Gesamtheit der Sunan ist Abu Huraira der häufigste Rawi, Tradent der Ahadith. Warum ist er hier nicht erwähnt? Weil das Überliefern ist eine Sache und die Fatwa ist eine andere Sache. Das Überliefern, ledigliche und bloße Weitergeben von den Überlieferungen, ist nicht gleich die Fatwa. Die Fatwa ist mehr als nur einen Text zu erwähnen. Die Fatwa bedeutet, dass ein Rechtsurteil nach bestimmten Prinzipien, Regeln und mit einer bestimmten Methodik aus einem Text abzuleiten. Und das ist, wie gesagt, mehr als nur einen Text zu überliefern. Und Abu Huraira war in der Fatwa nicht an der Spitze in der Häufigkeit. Ja, in der Überlieferung zählt er ohne Zweifel zu dem Tradenten mit der höchsten Überlieferungsanzahl. Aber in der Fatwa ist er nicht an der Spitze. Wir haben also hier diese sieben Personen. Dann gab es, wir sehen auch hier eine Frau unter den sieben. Aisha radiallahu ta'ala anha. Und eines der Gründe, weshalb sie vielleicht auch zu den höchsten, Frauen gehört, mit dem höchsten, mit der größten Häufigkeit der Überlieferung, weil sie die jüngste unter ihnen war und auch entsprechend länger gelebt hat. Sie ist nämlich erst im Jahr 53 nach der Hijra gestorben.
im Jahr 53 nach der Hijra ist sie gestorben. Das heißt, sie hat nach der Hijra noch über 50 Jahre gelebt. Auf jeden Fall zur zweiten Klasse, das heißt, jene Sahaba, die mittelmäßig in der Häufigkeit sind. Was meint man eigentlich genau damit, wenn wir sagen, sehr häufig, sehr viel und nur mittelmäßig? Ja, man meint damit, dass man, wenn man ihre Fatawa sammeln würde, alle auslesen würde aus jeglichen Überlieferungen, dann würdest du einen großen Walzer damit erstellen können. Du kannst einen großen Walzer, ein großes Band herausbringen mit den Fatawa eines einzigen von ihnen. Und mittelmäßig bedeutet, dass man ja, wenn man diese hier 13 genannten Personen alle zusammen ihre Fatawa sammelt, dann könnte man auch einen von ihnen allen ein Band rausbringen. Und dazu gehören Abu Bakr. Abu Bakr, das ist auch eine interessante Sache. Man fragt sich, warum Abu Bakr nicht an der Spitze ist, obwohl er doch der nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam der beste Mann der Umma ist. Ist ganz einfach. Abu Bakr hat nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht lange gelebt. Und in diesen 2,5 Jahren, die er in seiner Khilafa verbracht hat, in seiner Herrschaft, war er beschäftigt, übermäßig beschäftigt mit anderen Sachen, mit inneren und äußeren Konflikten. Und daher war er nicht in der Position des Mufti, der da sitzt und die Fragen der Leute beantwortet und sich dafür freistellt. Er war mit anderen Sachen beschäftigt. Und genauso das Gleiche kann man über Osman sagen. Dazu zählen dann aber auch noch ein paar Frauen hier. Wir sehen, wir haben Ummu Salama. Ummu Salama, radiallahu ta'ala anha, auch eine der Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das ist seine Ehefrau. Sie ist sogar später als Aisha gestorben. Sie ist später als Aisha radiallahu ta'ala anha gestorben. Also sie ist im Jahr 61 nach der Hijra. Also ein paar Jahre später als Aisha verstorben. Tayyib. Und Musalama, dann haben wir Anas. Anas ibn Malik gehört zu den kleineren Sahaba. Er gehört zu der kleineren Klasse der Sahaba, wie Ibn Abbas auch. Denn beide, Ibn Abbas und Anas ibn Malik, waren noch Kinder zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dann haben wir hier Abu Sa'id und Abu Huraira. Abu Huraira hier in der Fatwa ist in der Mitte. Abdullah ibn Amr, Ibn Zubayr, Abu Musa al-Ash'ari, Jabir ibn Abdullah, Mu'adh ibn Jabal, Sa'd ibn Abi Waqqas und Salman al-Farisi. Und dann sehr selten, das sind die übrigen, wenn wir mal diese 20 hier rausnehmen, die 7 und die 13, dann bleiben noch 110 übrig. Und die haben nur sehr selten Fatawa ausgesprochen. Das heißt, wenn man sie alle 110 ihre Fatawa versuchen würde, aus den Sunnan und den Überlieferungen herauszulesen, würde man nicht sehr viel zusammenbekommen. Und dazu gehört zum Beispiel Abu Darda. Abu Darda hat sich nämlich zurückgezogen, etwas isoliert gelebt. Al-Hasan al-Hussein, Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b ist berühmt mit dem Koran, aber weniger mit der Fatwa. Abu Ayyub al-Ansari und andere. Tayyib.